Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute geht es um die Neuerung in der neuen Version von Photoshop. Photoshop Version 22 heißt sie inoffiziell, Photoshop 2021 offiziell, so kennt man es eigentlich unter dem neuen Namen. Und da sind viele neue Features mit dabei, unter anderem auch sehr, sehr viele AI-gesteuerte Filter. Genauer gesagt nennen sie sich neurale Filter und was die genau machen, möchte ich dir in diesem Video mal zeigen und ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr das Ganze findet. Also viel Spaß! Ich bin wieder in Photoshop 2021 drin und wie ich gerade eben schon im Intro gesagt habe, lass uns heute mal auf die neuen neuralen Filter einen Blick werfen. Die findet man unter Filter und dann neurale Filter. Und ja, da gibt es einige von. Viele davon sind noch in einer sogenannten Beta-Fassung. Ich habe hier zum einen zwei Stück, die schon ja, scheinbar fertig sind. Und dann hier unten drunter gibt es sogenannte Beta-Filter. Da steht auch noch Beta dahinter. Und da kann man ganz verrückte Sachen mitmachen. Und schauen wir uns als erstes mal hier die Hautglättung an. Das ist ein Filter, ja, den kann man durchaus auch im normalen, im Alltag nutzen, sage ich mal. Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran an die Person und dann schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Hautglättung hat hier zwei Regler. Einmal den Weichzeichnungsfilter. Ja, wenn ich den jetzt hier mal volle nach oben ziehe, dann siehst du auch schon, dass die Haut hier stark weich gezeichnet wird. Wir haben hier noch einen Glättungsfilter drin. Auch den kann ich noch nach oben ziehen. Machen wir mal beides relativ stark, damit ihr hier mal ja, den Unterschied besonders gut sehen könnt. Und hier gibt es ein Vorher-Nachher. So sieht es vorher aus, so sieht es danach aus. Da wird also automatisch auch hier die Haut erkannt und dann entsprechend weich gezeichnet. Das heißt, man muss nicht mehr selber maskieren, sondern das übernimmt das Programm. Allerdings würde ich dir immer empfehlen, hier eine Ausgabe, das Ganze auf eine neue Ebene zu packen, denn dann habe ich später noch die Möglichkeit, das Ganze trotzdem zu maskieren. Da kann man auch noch andere Sachen nehmen. Die aktuelle Ebene, das würde ich dir, wie gesagt, nicht empfehlen. Ich gehe da eigentlich immer auf eine neue Ebene und nutze dann noch eine Maske mit dazu. Ich lasse es jetzt hier mal ja, mit Absicht ein bisschen doll. Vielleicht nehmen wir es mal ein bisschen zurück. Die Glättung hier auch noch ein bisschen. So, aber jetzt klicke ich einfach mal auf OK. Das Ganze wird jetzt auf eine neue Ebene angewandt. Und du siehst jetzt auch schon, ich nehme jetzt hier mal die eigentliche Ebene raus. Also hier wurde automatisch die Haut erkannt und maskiert. Und jetzt dann, wie gesagt, geglättet. Du kannst es natürlich mit einer Ebenenmaske versehen und wenn ich jetzt die Optionstaste dabei drücke und dann auf das Ebenenmasken-Symbol einmal klicke, dann bekomme ich hier eine schwarze Ebene. Das heißt, ich nehme den Effekt erstmal komplett wieder raus, wähle dann hier eine weiße Vordergrundfarbe aus, nehme mir hier das Pinselwerkzeug, mache den Pinsel vielleicht noch ein bisschen kleiner und dann kann ich mir diesen Effekt dort reinmalen, wo ich ihn gerne hätte. Hier zum Beispiel auf der Stirn so ein bisschen. Hier können wir es ein bisschen weich zeichnen. Hier unter den Augen kann man es ein bisschen weich zeichnen. Auf der Nase hier. Zack. So, und dann habe ich halt diesen Effekt nicht überall, sondern wirklich nur da, wo ich ihn haben möchte. Hier unten im Kinn noch so ein bisschen. Hier auf der Wange. So. Und dann haben wir natürlich viel bessere Kontrolle nochmal darüber. Ich meine, das Ding ist schon vormaskiert quasi, aber man kann das Ganze natürlich noch dann etwas genauer hier machen mit so einer Maske. Also, der Filter funktioniert schon mal sehr, sehr gut. Das Ganze, wie gesagt, ist jetzt noch einfacher, weil die Auswahl nicht mehr von dir getroffen werden muss, sondern weil das halt alles von Photoshop automatisch gemacht wird. Gucken wir uns mal noch ein paar weitere Sachen an. Ich lösche jetzt diese Ebene hier nochmal und werde nochmal hier auf die neuralen Filter gehen. Da gibt es dann noch einen zweiten Filter, der nennt sich Stilübertragung. Gucken wir uns den mal ganz kurz an. Da gibt es hier viele verschiedene Stile, die man anwenden kann. Ist ja was sehr Künstlerisches. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jemals verwenden werde, aber hier hat man dann so ja, verschiedene Stile, die man anwenden kann auf das Bild, die dann angewandt werden, womit man das Bild so sehr künstlerisch gestalten kann. Wie gesagt, für mich ist es persönlich überhaupt nichts. Ich wüsste jetzt kein Anwendungsgebiet, wo ich das mal einsetzen sollte. Aber wenn man ja, mehr künstlerisch unterwegs ist,
dann ist vielleicht auch sowas ganz cool. So, gehen wir hier aber mal wieder raus. Das will ich mir jetzt nicht genauer anschauen. Ich gehe mal in die Beta-Filter rein. Und da gibt es zum Beispiel Smart Portrait. Den werde ich jetzt hier mal anwählen. Und da steht auch dabei, dieser Filter verarbeitet Bilddaten in der Cloud. Das bedeutet also, wir werden diese Filter cloudbasiert anwenden. Das heißt, dieses Bild wird dann in eine Cloud hochgeladen, analysiert dort und dann zurückgegeben. Da gibt es hier ganz witzige Regler und ich muss wieder mit dazu sagen, ich weiß nicht, ob das jemals bei mir persönlich Anwendung finden wird, weil das ist schon relativ creepy, muss man sagen. Ich kann hier zum Beispiel den Ausdruck der Person verändern. Ich kann hier sagen, diese Person soll mal wütend gemacht werden. Das dauert jetzt hier einen kurzen Moment, je nachdem, was für eine Internetverbindung du hast, geht das schneller oder langsamer, weil es, wie gesagt, in die Cloud hochgeladen werden muss und dort wird es analysiert und dann wird es wieder heruntergeladen. Aber ich habe jetzt mal hier Wut angeklickt und das Ganze relativ stark nach oben gezogen und jetzt wird diese Person quasi in der Cloud verarbeitet und da wird jetzt ein wütendes Gesicht rausgemacht. Ich bin selber sehr gespannt drauf, wie das wird und du siehst es. Sie ist jetzt wütend. Naja, okay, also wütend, puh. Die Augen sind jetzt komplett anders. Nehmen wir das mal wieder raus. Ich stelle das hier nochmal zurück und machen wir die Person als nächstes mal nicht wütend, sondern glücklich. Sie scheint ja hier schon sehr glücklich zu sein. Ich werde jetzt aber mal die Person noch etwas glücklicher machen. Und du siehst auch, dass die Person natürlich dadurch stark verändert wird. Das heißt, es ist nicht mehr ihr normales Gesicht, sondern da wird quasi ein neues Gesicht drauf gerendert. Ja, hier ist sie zum Beispiel noch ein bisschen glücklicher. Okay, gucken wir uns mal was anderes noch an. Wir können zum Beispiel sagen, ich möchte die Haardichte hier mal verändern. Ich nehme mal ein bisschen Haare hier raus. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was hier passiert. Also du siehst schon, es ist ein Filter oder es sind Filter, die ja, das die Person halt komplett verändern. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das möchte ich persönlich gar nicht so groß kommentieren. Das überlasse ich euch, das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Du siehst auch, dass die Filter noch nicht zu 100% funktionieren. Also hier zum Beispiel wird halt das Gesicht erkannt und wenn ich jetzt sage, ich möchte die Haardichte hier verringern, dann kommen hier schon komische Ergebnisse noch bei raus. Das geht auch nicht bis zum Ende hier. Also es ist ja auch ein Beta-Filter. Bedeutet, das wird noch verbessert und verändert. Aber ich möchte sie dir hier in diesem Video mal einfach vorstellen, was es hier noch so gibt. Dann gibt es zum Beispiel Dunsttiefe. Gucken wir auch hier mal rein. Ich kann also hier den Dunst verändern nochmal. Auch hier wird das Ganze wieder in eine Cloud hochgeladen. Ich verändere das Ganze jetzt einfach mal und das Ganze wird dadurch mehr mit Dunst versehen. Kann man auch in die andere Richtung bringen. Beziehungsweise man kann es weniger doll machen. So rum, es ist am Anfang auf 50% gestellt. Und je nachdem, wie viel Dunst ich jetzt hier drin haben möchte, da kann man auch sich immer wieder das Vorher-Nachher anschauen. So sieht es vorher aus, so sieht es danach aus. Also man kann den Hintergrund hier einfach mehr mit Dunst versehen. Ich kann auch noch ein bisschen Wärme hier mit reinbringen in den Hintergrund oder es ein bisschen kühler machen vielleicht auch. Ja, siehst du jetzt hier, passt natürlich nicht, ist viel zu doll. Aber so ein kleines bisschen vielleicht. Machen wir mal so auf minus 11 ungefähr. Ja, das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Und so kann ich jetzt hier den Hintergrund verändern. Also Dunsttiefe zum Beispiel ist ein Filter, den kann ich mir noch vorstellen zu verwenden. Gut, ich bin auch ein Landschaftsfotograf. Da arbeitet man wahrscheinlich schon eher mal mit ein bisschen Dunst. Es gibt hier zum Beispiel auch einen Filter, wo man Make-up übertragen kann von einem Bild auf ein anderes Bild. Also da gibt es viele verschiedene Sachen, die man jetzt hier noch nutzen kann. Ich wollte dir jetzt mal so die Filter vorstellen, wo ich denke, dass die am wichtigsten sind, beziehungsweise die so hervorstechen in meinen Augen. Und du kannst gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was du davon hältst. Also Photoshop geht auch in Richtung AI, künstliche Intelligenz in Anführungsstrichen. Ich bin mal sehr gespannt, wo das hinführt. Skylim hat es vorgemacht, die anderen Mitbewerber ziehen jetzt offensichtlich nach. Und ja, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze mal sich entwickeln wird. Ich für meinen Teil sehe jetzt noch nicht so den großen Vorteil hier drin. Den Himmel ersetzen Filter, den ich im letzten Video vorgestellt habe, ist auch ganz nett. Ich persönlich nutze es aber auch nicht. Und ich bin mal sehr gespannt, was man zukünftig von der Bildbearbeitung noch alles erwarten kann. Es wird offensichtlich vieles einfacher. Und tja, mal schauen, was die Zukunft so bringt.
das war es mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen und die neuen Funktionen, also die neuen AI-Filter in Photoshop euch mal ein bisschen näher bringen. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wie gesagt, schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr diese Filter selber nutzen würdet oder nicht. Selbst Adobe bietet ja die Feedback-Funktion hier und möchte quasi von euch wissen, ob ihr diese Funktion, ob ihr diese Filter gebrauchen könnt oder nicht. Lasst es mich gerne auch mal unten in den Kommentaren wissen, würde mich sehr, sehr freuen und auch vor allem sehr interessieren, wie da eure Meinung ist. Ich habe ja meine Meinung in dem Video schon relativ gut kundgetan. Also, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal und folge mir auch auf Instagram. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.